Liebe Freunde, ich glaube, ich kann das sagen, liebe Freunde, ich grüße euch. Wir sind heute zusammen hier, um uns einzusetzen, gegen die Todesstrafe. Moment, Strafe? Ich habe als Mensch immer gelernt, gestraft wird jemand, wenn er etwas Falsches gemacht hat. Ist es falsch, zu sagen, ich möchte frei sein? Ist es falsch, auf die Straße zu gehen und zu sagen, mir geht es schlecht? Ist es falsch, zu sagen, die Mullahs nehmen mir meine Würde? Das ist nicht falsch. Und damit sind diese Menschen auch nicht bestraft worden, sie sind ermordet worden. Sind ermordet worden von einer Mörderbande, von den Mullahs. Liebe Freunde, und die Mullahs, was tun sie denn? Sie haben Zehntausende Menschen ermordet, Hunderttausende Menschen gefoltert. Aber sie tun das nicht nur in ihrem Land. Vor 28 Jahren wurden in meinem Charlottenburg-Wilmersdorf 4 Oppositionspolitiker im Restaurant Mykonos ermordet, auf offener Straße, vor einem Restaurant. Ich habe in diesem Jahr am Gedenken für diese Menschen teilgenommen, wie in jedem Jahr. Wie kann es sein, dass diese Mordsbande nicht überall auf der Welt für Terror sorgt? 2018, wir haben uns, bestimmt waren viele von euch dabei, zu über 100.000 Menschen in Paris getroffen. Wir haben gegen das Mullah-Regime demonstriert. Wie war ich schockiert, als ich gehört habe, dass ein Mann einen Mordanschlag geplant hat auf dieser Veranstaltung. Er wird jetzt, ab November, wird ihn in Belgien der Prozess gemacht. Und ich hoffe, ihn trifft die gerechte Strafe. Menschen in einem anderen Land zu ermorden. Und ich sage eins, jetzt müsste man ja sagen, Mensch, jetzt müssen wir ja Angst haben. Die Mullahs sind überall. Solange dieses Mullah-Regime im Iran existiert, werde ich den Mut haben, ich werde auf eine Bühne gehen und immer wieder eins fordern, die Mullahs müssen weg! Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich weiß, wir werden hier noch eine Zeit verbringen und uns dafür einsetzen, für einen freien Iran. Ich hoffe, wir werden das erreichen, dass wir uns einmal alle gemeinsam dort treffen, in einem freien Iran, in dem die Menschenrechte respektiert werden, in dem jeder respektiert wird, egal ob Mann, Frau, Kind, egal welcher Religion, dass wir uns gemeinsam treffen in diesem wunderschönen Land. Lasst uns gemeinsam dafür kämpfen. Ich danke euch, dass ihr mit mir gemeinsam hier seid.